Aktuell verwendet Swiss Prime Site ein Proof of Concept. Wir haben diesen erstellt, um einmal uns einerseits mit der Technologie bekannt zu machen, um dann aber auch natürlich Kunden anzusprechen, die dafür interessiert wären. Es gibt aber noch keine konkrete Anwendung im Sinne eines aktiven Mietzinskautionsdepots über die Blockchain. Die Herausforderungen bei der Implementierung von Blockchain waren sicher zunächst einmal die Festlegung auf den Prozess, auf die Prozessschritte, die man macht, die eine deutliche Vereinfachung erfahren haben. Dann aber natürlich entsprechend eigentlich ein Exception Handling, also die Ausnahmesituationen, die dann entstehen können, die noch ungeklärt sind zum Teil, und letztlich dann aber auch die Volatilität der Kryptowährung, die in diesem Fall jetzt als solche hinterlegt wird. Die Vorteile bei der Blockchain sind ganz klar Prozessoptimierung, Vereinfachung in diesem Smart Contract, ein gewisser Automatisierungsgrad, der eintritt. Letztlich dann natürlich auch das Geschäftsmodell und die sich daraus ergebenden Chancen. Die Kunden bemerken die Blockchain im Hintergrund des Prozesses grundsätzlich nicht. Es gibt eine Frontend-Anwendung, die einer klassischen Bedienoberfläche entspricht. Die Anwendungspotenziale für die Blockchain bei Swiss Prime Site können noch viele sein. Wir stellen in den Vordergrund mal den digitalen Mietvertrag als Ganzes. Dabei ist der Vormietvertrag, dann eben auch die Mietzinskaution, aber letztlich dann jegliche Komponenten, die Kondition eines Mietverhältnisses darstellen als eine mögliche Anwendung.